Guten Tag, mein Name ist John Noyes und ich unterrichte im Wintersemester 2021 an der Universität Toronto einen Kurs über Franz Kafka. Das Jahr der Hoffnung 2021 und wir werden uns mit dem Werk, mit einigen ausgewählten Texten von Kafka auseinandersetzen. Ehe wir überhaupt damit anfangen, möchte ich jedoch eine Frage stellen, die bei Kafka ganz wichtig ist. Die ist eigentlich bei allen literarischen Texten wichtig, aber bei Kafka vielleicht ein bisschen problematischer. Und zwar, wie liest man diese Texte? Wie geht man mit denen um? Was macht man mit denen? Ehe ich aber damit anfange, da habe ich aber eine viel allgemeinere Frage. Und da habe ich auch eine persönliche Antwort darauf. Die Frage ist, wie geht man überhaupt mit literarischen Texten um? Warum liest man Literatur? Was macht man damit? Und dazu habe ich eine ganz persönliche Meinung. Die Literatur, das ist für mich eine Art Laboratorium fürs Leben. Genau wie die Naturwissenschaften Experimente im Laboratorium machen, man verbindet verschiedene Möglichkeiten und man sieht, was passiert. Man sieht, was die Wirkungen von verschiedenen Ursachen sind. In der Literatur passiert genau das Gleiche, aber in der Einbildungskraft. Und dieses Spiel mit der Einbildungskraft ist meines Erachtens lebenswichtig. Wie lebt man in der Welt? Wie könnte man anders in der Welt leben? Wie könnte die Welt anders aussehen? Das sind Fragen, die für das Leben und Überleben der Menschheit von großer Wichtigkeit sind. Da möchte ich aber sagen, für mich gehören dazu einige ganz konkrete Schritte beim Lesen der Literatur. Und die möchte ich jetzt kurz erwähnen. Nummer 1. Man taucht in die Welt des Textes hinein. Man nennt das auch ein Willful Suspension of Disbelief. Man zeigt sich bereit, an etwas zu glauben, was nicht unbedingt vor unseren Augen steht, aber was trotzdem vorstellbar ist. Also wir tauchen in diese Welt des Textes hinein. Und da könnten wir uns fragen, wie sieht diese Welt aus? Wie würde ich die Welt beschreiben? Was ist wichtig in dieser Welt? Was sind die Hauptbestandteile davon? Themen, Charaktere, Ideen, Figuren, Spielregeln. Und nachdem wir dann diesen ersten Schritt genommen haben und in die Welt des Texts hineingetaucht sind, der nächste Schritt ist, wir kommen wieder heraus und wir stellen uns ganz persönliche Fragen, also konkrete persönliche Fragen. Was redet zu mir? Was spricht mich an? Was ist für mich hier wichtig? Was bezieht sich direkt auf meinem Leben? Und von dort aus können wir, Schritt Nummer 3, ganz allgemein reden. Also die Welt, die so in diesem Text aussieht, die spricht allgemein zu einem Menschen. Und das weiß ich, weil sie direkt zu mir spricht. Eine Art Spiel mit dem Persönlichen und dem Allgemeinen. Von dort aus können wir biografische Fragen stellen. Was hat der Autor erlebt? Wie könnte das Erlebte sich vielleicht auf den Inhalt des Textes beziehen? Und dann der letzte Schritt ist, man stellt sich historische Fragen. Was ist zu der Zeit passiert? Hat er oder sie, hat der Autor ganz konkrete Beziehungen zu diesem historischen Geschehen? Und Sie sehen, das ist ein dialektisches Spiel mit dem Allgemeinen und dem Spezifischen, mit dem Persönlichen und dem Menschlichen, mit dem Historischen und den Darstellungen im Text. Und aus diesem Spiel können wir anfangen, eine Welt zu gestalten und mit dieser Welt zu experimentieren, um wieder mal gesagt, die Frage zu stellen, wie unsere Welt zu verstehen ist und wie unsere Welt auch anders sein könnte. Also von diesen allgemeinen Fragen, da kommen wir jetzt zurück zu der Frage, wie sollen wir Franz Kafka lesen?
Im Jahre 2002 schrieb der amerikanische Germanist James Rolleston das Folgende: Franz Kafka remains the most widely read German author of the 20th century, and it is worth seeking some precision as to why this is so. W.H. Auden famously called him the author who comes nearest to bearing the same kind of relation to our age as Dante, Shakespeare, and Goethe bore to theirs. And that's the end of Auden's quote, and Rolleston continues. Yet he is an improbable Shakespeare. In his slender authorized corpus, he completed none of his three novels. There is no grand vision, no narrative culminating in usable meaning. Indeed, it is the absence of these totalities that is the key to Kafka's enduring actuality. The century he uncannily anticipated was defined by the crisis of secular modernity, unable to maintain the guarantees of universal scientific and social progress. Modernity has been convulsed by totalizing worldviews such as fascism and religious fundamentalism, offering the very psychological stabilization that modernity resists. Kafka's spare, lucid, yet ultimately enigmatic texts confront from countless different perspectives the vulnerability of a modern psyche seeking refuge in the materiality and conventional assumptions of the present. Halten wir da ein paar Ideen fest. Kafkas Schreibweise, seine Erzählungen, seine Romane, so behauptet Rolleston, die bieten keine einheitsstiftende Vision an. Das ist keine, und ich mag diese Formulierung sehr, das ist keine brauchbare Signifikation. Und das Argument ist interessant. Also die Modernität hat versagt in dem Versprechen, diese einheitsstiftende Vision zu gewähren, eine brauchbare Signifikation zu geben. Und als Folge dessen, da sucht das Subjekt, da sucht der Einzelmensch eine Art psychologische Sicherheit in solchen Praktiken wie Religion, religiöser Fundamentalismus oder Faschismus. Und das allein wäre doch Grund für uns heute Kafka zu lesen, wenn er dieses Phänomen untersucht. Rolleston behauptet weiter, dass Kafkas Texte das Versagen auch von dieser Suche nach subjektiver Geborgenheit, also das Versagen des Subjekts aus zahlreichen Perspektiven. Und so werden wir ihn auch lesen, als einer, der furchtlos das Auseinanderfallen des Subjekts und das Auseinanderfallen der Bedeutungen in der modernen Welt anschaut. Parallel aber zu dieser Frage, wie man Kafka lesen sollte, ist Kafkas eigener Kampf mit dem Schreiben. Das Schreiben für ihn ist eine ständige Beschäftigung, nicht nur etwas, was er versucht jeden Tag zu tun, sondern er setzt sich auch psychisch immer damit auseinander. Er fragt sich über seine Fähigkeiten zum Schreiben, über den Zweck seines Schreibens, die Beziehung zwischen Schrift und Leben, das Schreiben, das Schriftsteller sein, Ehemann sein. Welcher Platz soll das Schreiben überhaupt in seinem Leben einnehmen? Einfach ein Beispiel dafür. Im Tagebuch im Mai 1910 schreibt er das Folgende: Endlich, nach 5 Monaten meines Lebens, in denen ich nichts schreiben konnte, womit ich zufrieden gewesen wäre und die mir keine Macht ersetzen wird, trotzdem alle dazu verpflichtet wären, komme ich auf den Einfall, wieder einmal mich anzusprechen. Darauf antwortete ich noch immer, wenn ich mich wirklich fragte, hier war noch immer etwas aus mir herauszuschlagen, aus diesem Strohhaufen, der ich seit 5 Monaten bin und dessen Schicksal es zu sein scheint, im Sommer angezündet zu werden und zu verbrennen, rascher als der Zuschauer mit den Augen blinzelt. Wenn es um das Schreiben geht, können wir in Kafkas Leben und in seiner Tätigkeit eine ganze Reihe von Spannungen identifizieren, die mit Schreiben zu tun haben. Und der Germanist Gerhard Neumann hat vor Jahren das identifiziert als eine Anhäufung von Gegensätzen, zum Beispiel das Schreiben und das Leben.
das Leben, das durch Schreiben ermöglicht wird, und das Leben, das das Schreiben nicht erlaubt. Das Schreiben als Versagen oder das Schreiben als Erfolg. Und dann das Schreiben als Produktion und das Schreiben als Produkt. Und Kafka versuchte sein ganzes Leben lang, diese Gegensätze irgendwie zu versöhnen. Dieser Versuch ist auch eine ständige Suche, nicht nur nach Bedeutungen, sondern auch nach der Bedeutung von Bedeutungen, nach der Art und Weise, wie in der Sprache Bedeutungen zusammenkommen, erscheinen und wie sie auch auseinanderfallen. Sprache bei Kafka ist nicht nur Schriftsprache, sie ist auch Hieroglyphensprache, Bildersprache. Sie ist Metapher, Symbol, Allegorie und keines von denen. Ein sehr schönes Beispiel von dieser chirurgischen Untersuchung der Sprache, der Signifikation und des Auseinanderfallens der Signifikation in der Sprache ist der folgende einfache Satz. Wenn er mich immer fragt, das Ä, losgelöst vom Satz, flog dahin wie ein Ball auf der Wiese. Theodor Adorno hat es sehr treffend gesagt. Adorno schreibt, die Grenze zwischen dem Menschlichen und der Dingwelt verwischt sich. Kafka nannte sein Schreiben Kritzeln. Das Dinghafte wird zum grafischen Zeichen. Die gebannten Menschen handeln nicht von sich aus, sondern als wäre ein jeglicher in ein magnetisches Feld geraten. Genau dies gleichsam äußerliche Bestimmtsein inwendiger Figuren verleiht Kafkas Prosa den abgründigen Schein nüchterner Objektivität. Und in den folgenden Wochen werden wir uns in dieses Magnetfeld hineinlassen und wir werden sehen, was aus der Objektivität wird. Bis dann, auf Wiedersehen.